Servus, da ist die Schiederin. Wir leben doch in Bayern, oder? Ich war soeben mit meiner Kleinen in einem Etablissement, wo man also Nahrung aufnehmen kann und was trinken kann. Und da haben wir uns hingesetzt, nebenan zwei Damen an einem Tisch, ich würde mal sagen fortgeschrittenen Alters, haben sich kommunikativ nicht unbedingt beschäftigt, haben eher beobachtet und somit also auch uns zwei, meine Tochter und mich. Ich habe also so geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, das mag nicht jedem gefallen, aber ich bin halt mal in der ostbayerischen Randkolchose aufgewachsen, in einem Landstrich mit 5 Häusern und einer Straße, wo man oftmals auch gesagt hat, hoppala, wenn da mal ein Auto durchfährt, gibt's auch Gegenverkehr. Ja, es ist halt anders. Manche sagen, es ist ein Idyll, andere sagen, es ist ein logopädisches Desaster. Aber auch wenn ich wollen würde, ich kann halt auch nicht anders. Und ich will auch nicht anders. Und schon gar nicht bei meinem Kind. Dann habe ich zu meinem Kind gesagt, jetzt bestelle ich mal einen Kaba oder willst du brezen. Ich habe auch noch gesagt, jetzt bleiben wir schön sitzen. Und ich habe gesagt, jetzt gehen wir dann auch gleich. Ab dem dritten Satz habe ich bemerkt, hoppala, wir stehen unter Beobachtung. Und als wir dann aufstanden und gingen und meine Kleine aufgrund einer gewissen Unkoordination noch gegen den Stuhl gerumpelt ist von dieser Dame, hat sie sich umgedreht und hat gesagt, bringen Sie dem Kind auch noch Hochdeutsch bei? Ich habe mir gedacht, die Sahnetorte, die jetzt vor ihr so dasteht, gefährlich. Was ist denn los? Wir leben doch in Bayern. Ich habe auch schon mal gehört, dass Dialekt und Hochsprache bei beidseitiger Beherrschung eine gewisse Intelligenz erfordert. Manche können ja gar nicht reden. Also, hä? Und was die Kommunikation mit meiner Tochter betrifft, wenn ich was sage oder was frage mit 1,5, sagt sie ja sowieso bloß die ganze Zeit, nein, 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 nein. Wobei, sie sagt, na.